Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorstenacker Toto, beim Clan True Warriors. Schlecht. Ich bin nicht gut. Ich bin ganz enttäuscht von mir, muss ich sagen. Ich habe im letzten CK echt mal scheiße angekommen. Der neue CK läuft schon. Ich muss einmal hier reingehen. Ihr seht, wir haben in Prozenten leider verloren. 51-51 von mir. Ich konnte bei diesem Clan hier, muss ich sagen, nichts beitragen. RH9 hat hier nichts anbrennen lassen, muss ich sagen. Da war nichts zu reißen für RH10. RH9 richtig stark hier. RH10 schwach. Ganz schwach. Vor allen Dingen einer, nämlich der hier. Wir gucken uns die Wiederholung mal an. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, diese Base hier mit Golalun zu machen, beziehungsweise nicht Go, sondern das Go lasse ich einfach weg, weil ich gesehen habe, dass man die Clanburg relativ locken konnte. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass da so ein billiger Hund drin ist, weil bei vielen war ein Hund in der Clanburg und den hätte ich einfach hinten links in die Ecke gezogen mit meinem Barbaren und hätte ihn da ganz einfach mit meinem Babydrachen beschäftigt. Während ich von hier oben, hatte ich gedacht, mit Luft hier reinkomme. Hab aber letztendlich einiges nicht bedacht. Gucken uns diesen schlechten Angriff mal an. Das Locken hat noch gut geklappt. Okay, sind jetzt ein paar mehr Truppen draus. Muss ich also doch meine Queen zücken. Aber mit Gift und dem kleinen Babydrachen überhaupt kein Thema. Jetzt komme ich eigentlich noch ganz gut hier oben raus. Allerdings folgen mir da schon so ein paar Skellies. Die hätte ich vielleicht ein Gift da schon mehr aufbewahren müssen. Jetzt komme ich irgendwie von allen Seiten mit Loons. Das war richtig beschissen. Ich hätte sie entweder alle von oben setzen sollen oder alle von einer Seite setzen sollen. Und so war das ein richtig beschissener Angriff von mir. Muss ich mal so sagen. Entschuldigt den Ausdruck, aber er war wirklich schlecht. Wirklich schlecht. Seitdem ich RH10 bin, mache ich vermehrt solche suboptimalen Angriffe und mein King konnte jetzt noch ein paar Prozente retten. Tatsächlich habe ich gedacht am Ende, ich zocke mit dem King. Die Queen ist mir sogar gelungen. Leider steht der Rest der Base, was natürlich nicht so schön ist. Mein zweiten Angriff genauso unschön, hätte ich fast gesagt. Eigentlich war er nicht schlecht. Er fing gut an. Aber ich habe gepennt, muss ich sagen. Ich habe mich hier entschieden für einen Bowler-Angriff mit Valkyren und einem Queenwalk vorweg. 8 Mauerbrecher, ich hoffe, ich muss demnächst nicht mehr so viel mitnehmen, da meine Mauerbrecher ja auslaufen. Aber dazu komme ich am Ende des Videos. Und habe gedacht, ich kann die Seiten eigentlich mit so 1, 2, 3 Bowlern schon richtig gut clearen, weil die ersten Devs schießen doch relativ spät auf die Bowler. Und so konnte ich hier über die Kasernen eigentlich schon relativ gut funneln. Das ist mir auch noch ganz gut gelungen. Wie man hier sieht. Hier komme ich jetzt also mit den Bowlern raus. Zucke jetzt schon die Queen, weil die konnte jetzt eigentlich schon gar nicht mehr großartig nach außen gehen. Tut sie auch nicht. Die geht nämlich schnurstracks in die Mitte. Eigentlich bis hierhin. War alles noch gut aus. Was ich jetzt hätte schon machen müssen, weil der Magierturm schon auf meine Queen ballert, hätte jetzt einfach meine Mauerbrecher hier setzen sollen. 3-4 Stück, dass ich diese Mauer hier aufkriege. Denn jetzt laufen die zu einer Ecke nach hier hin. Und das verpatzt mir so ein bisschen den Angriff. Das macht zwar nichts, weil dann mehrere Devs auf mich ballern. Aber ich habe einfach verpennt, dann die Queen zu zünden. Hätte ich die Queen gezündet, wäre es vielleicht noch anders ausgegangen. Oben clearen ganz fröhlich die Bowler einfach weiter. Jetzt seht ihr das, ich komme hier eigentlich noch gut in die Base, meine Queen kriegt Beschuss. Rage sie zwar noch, aber ich hätte sie hier zünden. Da hätte ich sie schon zünden müssen, dann wäre der X-Bogen wenigstens noch weg. So musste ich jetzt die Situation irgendwie retten. War eigentlich auch nicht schlecht. Ja, Queen sollte reinhüpfen, hat er auch gemacht. Die restlichen Bowler dahinter. Die clearen sogar noch gut die Seite. Die Heiler gehen jetzt rüber. Okay, jetzt machen sogar noch zwei Bowler hier den X-Bogen weg.
Hätte ich noch ein bisschen länger gewartet, das ganze Bowlerpack hier, das hier alles noch weggeräumt hätte, das hätten die nämlich locker geschafft. Schaffen die auch. Und hätte dann erst die Walküren gesetzt, dann wären die Walküren hier rein, hier durch diese Mauern gefressen und hätten unter Umständen das Rathaus mit. Hätte, hätte Fahrradkette, so ist alles außenrum gelatscht. Das Rathaus bleibt völlig unberührt. Und am Ende habe ich hier auch mehr nur Schadensbegrenzung gemacht. Eigentlich habe ich da schon weggeguckt. War echt nicht gut. Die Clanburg, muss ich sagen, hat mich hier überhaupt nicht interessiert, weil Clanburg und Queen hier ganz hinten in der Ecke hat mit dem eigentlichen Geschehen für 2 Sterne überhaupt nichts mit dem Ausgang von so einem Kampf zu tun. Aber ach, ihr seht selber, es war ein Drama und war eigentlich froh, dass es für mich vorbei war. Ich habe die Queen danach hingelegt. Und jetzt pennt die erstmal 6 Tage, 17 Stunden. Ich bin auch auf Rot. Das heißt, ich spiele erstmal kein CK mit. Ob ich die dann am Wochenende aufwecke, weiß ich noch nicht. Im Dorf habe ich ein bisschen abgedatet. Ich hatte auch die Tage gesagt, dass ich immer im Uhrzeigersinn meine Sachen update. Das ist nicht ganz so. Ich date immer die übernächste Sache ab. Da jetzt die Queen dazwischen gekommen ist, wird jetzt als nächstes tatsächlich eine Kanone folgen. Das heißt, in 11 Stunden 37 ist meine erste Kanone ein Level weiter. Sie geht ja bis auf Level 13. Und ich mache dann tatsächlich eine nächste Kanone. Welche, das weiß ich noch nicht. Da muss ich gucken, dass ich so eine Seite völlig ohne Def habe. Kann aber sein, dass ich doch die mache oder hier unten eine nehme. Das weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken. Fahrmäßig geht es voran. 5 Mille war eigentlich recht schmerzfrei hier mit meinen Kobolden. Im Moment halt nur mit King, aber ich habe die Queen jetzt die letzten Sachen auch eher ganz wenig benutzt. Und würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und dann komme ich einfach gleich wieder, bis ich einen passenden Gegner gefunden habe. So, wir haben unseren Gegner gefunden. Hier gibt es ein bisschen was zu holen. Ich brauche im Moment vermehrt Gold und Elex und farme hier auch mehr recht als schlecht am PC. Das geht, aber ich mache es echt nicht gerne, muss ich sagen. Aber zum Farmen ist das ganz recht. Man muss halt relativ schnell hier mit der Maus sein. Versuche immer relativ wenig Truppen hier zu setzen. Eigentlich glaube ich auch gar nicht in die Base rein. Okay, da könnten wir doch mal reingehen. Hier glaube ich, das bisschen jetzt doch mal was rein. Ein paar Kobis. War es das eigentlich auch schon mit der Base hier? Da haben wir die Ressourcen. Und dasselbe machen wir hier oben noch. Da holen wir uns zumindest das bisschen noch raus aus dem Bohrer. Ein paar Kobolde noch auf den einen Bohrer, da ist er weg. 229, da verzichten wir auf. Auf den Rest verzichten wir auch. Da geben wir auf. Und kann ich relativ einfach weiterfahren. Da muss ich mal gucken, was ich abgeben kann jetzt mit 26 Riesen. Weil wir so unsortiert nachkommen, aber das kriegen wir sicherlich auch noch hin. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Das wird wieder, ist ja nun Spiel. Und somit verbleibe ich erstmal bis morgen. Euer Toto. Echt.